Dann können wir in Medias Res gehen und mit dem eigentlichen Inhalt der Vorlesung beginnen. Also das erste Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen wollen, das sind Funktionen. In der Physik versuchen wir Naturphänomene, also das, wie die Natur funktioniert, zu beschreiben, und zwar quantitativ, mit Zahlen. Und deswegen gibt es in der Physik gewisse Größen, normalerweise sind das reelle Zahlen, gewisse Größen, entweder Konstante oder Variable. Konstante, das wäre zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit oder die Boltzmannsche Konstante oder die Planck'sche Konstante, das sind Naturkonstanten, von denen wir annehmen, dass sie sich nicht ändern mit der Zeit. Es gibt natürlich Leute, die darüber nachdenken, was passieren würde, wenn sich diese Naturkonstanten ändern. Aber hier wollen wir einmal davon ausgehen, dass es gewisse Konstanten gibt, die sich nicht ändern. Im Gegensatz dazu gibt es auch Variable, zum Beispiel meine Position hier im Hörsaal, die verändert sich mit der Zeit. Die Temperatur im Hörsaal verändert sich auch. Wenn viele Leute drinnen sitzen, wird es irgendwann einmal wärmer. Der Druck in einem Gas ändert sich auch mit der Temperatur. Oder mit dem Volumen, stellen Sie sich vor, ich habe ein Volumen, in diesem Volumen, da ist ein Gas und es gibt jetzt einen Kolben, der auf dieses Gas draufdrückt. Wenn ich dieses Volumen hier verändere, verändert sich auch der Druck des Gases in diesem Volumen. Wenn ich das Gas komprimiere, steigt der Druck. Für ein ideales Gas gilt etwa P ist gleich N mal KT mal T KP durch V. N, das ist die Anzahl, das ist jetzt die Zustandsgleichung für ein ideales Gas, mehr oder weniger. Hier N, das ist die Anzahl der Gasteilchen hier drinnen. K, das ist die Boltzmann-Konstante. T, das ist die Temperatur. Und V ist das Volumen. So. Ich möchte jetzt nicht, Sie werden sich mit dieser Formel noch ausgiebig beschäftigen im Lauf der Vorlesung Physik 1, Einführung in Physik 1. Was ich hier nur darstellen wollte, ist, dass es eine Beziehung gibt. Eine Beziehung zum Beispiel zwischen dem Volumen, eine Variable, weil ich sie ändern kann, und dem Druck im Gas, eine andere Variable. Dieser Zusammenhang hier beschreibt ein Naturgesetz. Sie könnten sich auch den Druck anschauen, man sagt als Funktion der Temperatur. Was passiert, wenn ich bei gleichbleibendem Volumen die Temperatur ändere dieses Gases? Dann ändert sich der Druck auch. Wenn die Temperatur steigt, steigt auch der Druck. Wenn das Volumen kleiner wird, wenn ich das Volumen komprimiere, steigt der Druck auch. Also ich habe hier einen Zusammenhang hergestellt. Für ein anderes Material kann das natürlich ganz anders ausschauen. Ich habe einen Zusammenhang hergestellt zwischen einer Variable und einer anderen Variable. Sagen wir das Volumen. Ich betrachte den Druck als Funktion des Volumens, sagt man dann. Der Druck hängt vom Volumen ab und dieser Zusammenhang wird durch eine Funktion beschrieben. Eine Funktion ist ganz allgemein eine Zuordnung. Schreiben wir hin, y ist eine Funktion von x. Was macht diese Funktion x? Sie nimmt sich eine Zahl her aus dem sogenannten Definitionsbereich, nennen wir ihn d. Und ordnet diese Zahl, ich habe jetzt einfach diese Kartoffel hier gezeichnet, und das soll irgendeine Zahl sein, zum Beispiel eine reelle Zahl, man kann aber auch eine ganze Zahl sein, und die wird abgebildet auf eine andere Zahl. Wir werden gleich Beispiele machen. Eine Zahl aus dem Wertebereich. Diese Abbildung, die nennt man diese Zuordnung,
die nennt man Funktion und wir schreiben y als eine Funktion von x. Dabei ist x die unabhängige Variable, wird auch Argument genannt. Und y ist die abhängige Variable, wird auch Funktionswert genannt. Beispiel hier der Druck, der abhängt vom Volumen. Das Volumen ist die Größe, die ich kontrolliere mit Hilfe des Kolbens. Und der Druck ist die abhängige Größe, die ich messen kann als Funktion, also in Abhängigkeit der unabhängigen Variablen. Bei uns wäre das eben das Volumen. Was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass die Funktionszuordnung eindeutig ist. Was nicht erlaubt ist, ist das, dass es einen x-Wert gibt, der auf zwei verschiedene, zwei verschiedene y-Werte zeigt. Ja. Es muss sichergestellt sein, dass es zu einem x-Wert nur einen y-Wert gibt, aber es kann natürlich schon sein, dass ein y-Wert von zwei x-Werten getroffen wird. Ich mache Ihnen noch ein anderes Beispiel. Also das wollen wir nicht. Das wäre jetzt keine Funktion. Warum nicht? Weil ich hier sozusagen dem Wert x sowohl die negative als auch die positive Wurzel zuordne. Wenn ich die Wurzel aus 4 hinschreibe, dann wäre der Funktionswert plus 2 oder minus 2. Ja, welcher jetzt? Für eine Funktion müssen wir das wissen. Wir müssen genau wissen, welcher y-Wert zu einem bestimmten x-Wert gehört. Was aber schon erlaubt ist, ist, dass es verschiedene Argumente gibt, die zum gleichen y-Wert führen. Also hier müssten wir, damit wir daraus eine Funktion machen, uns entscheiden, ob wir jetzt den positiven Ast der Wurzel nehmen oder den negativen. Was natürlich schon erlaubt ist, ist sowas. Hier habe ich zwei verschiedene x-Werte, die zum gleichen y-Wert führen. Zum Beispiel die beiden Werte minus 1 und plus 1 haben als Quadrat beide 1. Das wäre diese Situation hier, wo wir zwei verschiedene x-Werte haben, die zum gleichen y-Wert führen. Das ist erlaubt. Also das ist wichtig, dass es für eine Funktion eine eindeutige Zuordnung des Arguments zum Funktionswert geben muss. Wie können wir Funktionen darstellen? Wir haben Funktionen hier schon dargestellt. Die wichtigste Darstellung einer Funktion ist die analytische Darstellung. Also Sie können mich auch jederzeit unterbrechen, besonders dann, wenn ich was Falsches sage. Das hilft auch dann allen Kolleginnen und Kollegen. Ja, bitte. Wenn ich jetzt Falsches sage, habe ich kein Problem mit der Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Ich kann doch diese Formel genauso gut unterbringen. Ja, da haben Sie ganz recht. Das ist jetzt eine Frage der Betrachtungsweise. Es gibt ja auch damit werden wir auch uns beschäftigen, zu jeder Funktion gibt es unter bestimmten Bedingungen eine Umkehrfunktion, bei der ich einfach die Betrachtungsweise ändere. Die Kollegin meint ja, eigentlich könnte ich mir auch anschauen, das Volumen als Funktion des Drucks. Ich übe hier einfach eine bestimmte Kraft aus, die erzeugt einen gewissen Druck. Wie groß ist dann das Volumen? Das kann ich mich natürlich auch fragen. Das Volumen als Funktion des Drucks wäre dann die Umkehrfunktion des Drucks als Funktion des Volumens. Mit der Umkehrfunktion werden wir uns noch beschäftigen. Das, was wir als unabhängige Variable und was wir als abhängige Variable bezeichnen, ist eine Frage der Betrachtungsweise. Beide sind natürlich möglich. Sind aber nicht alle Funktionen umkehrbar oder nur unter bestimmten Bedingungen, wenn ich bestimmte Vorkehrungen treffe. Also analytische Darstellung. Da gibt es einmal die explizite Darstellung, die haben wir jetzt schon kennengelernt. F von x ist gleich x².
oder y, schreiben wir das so hin, y ist gleich x². Hier kann ich für jeden x-Wert ganz einfach den y-Wert ausrechnen. Ich nehme den Taschenrechner her und quadriere die Zahl, die ich habe. Funktionswert ist einfach das Quadrat des Arguments. Sowas nennt man eine explizite Darstellung, weil ich das y auf einer Seite stehen habe und auf der anderen Seite nur x stehen habe. Aber es gibt auch die sogenannte implizite Darstellung. Die implizite Darstellung, was ist zum Beispiel, wenn ich hinschreibe x² plus y² ist gleich 1. Diese Gleichung stellt auch eine Beziehung her zwischen x und y und diese Beziehung kann unter Umständen auch, wenn ich für Eindeutigkeit sorge, eine Funktion sein. Ich kann ja zum Beispiel versuchen, das y zu isolieren, auf eine Seite zu bringen, also das y lasse ich hier und schreibe hin 1 minus x². Dann ziehe ich noch die Wurzel. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich die positive oder die negative Wurzel nehme. Ja. Ich hätte natürlich genauso gut eine andere Funktion hinschreiben können, nennen wir die y1, y2. Mit einem negativen Vorzeichen hier. Jetzt haben wir die implizite Darstellung, wo das y und das x auf einer Seite stehen, umgewandelt in eine explizite Darstellung, wo ich auf einer Seite das x habe, auf der anderen Seite das y. Ja, bitte. Ja, also Sie können das natürlich so hinschreiben, wenn Sie wollen, und das ist auch üblich, aber dann müssen Sie sich im Klaren sein, dass Sie es dann eigentlich mit zwei Funktionen zu tun haben. Nicht? Also, wir werden auch gleich über die grafische Darstellung reden, aber was wir hier gemacht haben ist, das ist die Gleichung für den Kreis. Sie sind ja schon vertraut mit der grafischen Darstellung, denke ich, die meisten von Ihnen, sodass ich das hier verwenden kann. Das ist die Gleichung für den Kreis. Die Punkte, die diese Gleichung erfüllen, sind Punkte auf dem Kreis. Und wenn ich das jetzt so auflöse, dann habe ich hier zwei Äste dieser Funktion. Und zwar hier den positiven Ast, das wäre die positive Wurzel. Das wäre jetzt plus Wurzel aus 1 minus x², also y ist plus Wurzel aus 1 minus x². Und dieser Ast hier unten, dieser Teil der Funktion hier unten, das wäre eben minus. Ja. Also hier haben wir die implizite Darstellung in eine explizite Darstellung verwendet. Die implizite Darstellung, das können wir immer so schreiben, als ein f von x und y und das setzen wir gleich 0. Wenn wir diese Darstellung hier haben, wenn wir dieses Beispiel hier betrachten, das x² plus y² ist gleich 1, das ist die Gleichung, die von Punkten auf einem Einheitskreis erfüllt wird. Die können wir so hinschreiben, x² plus y² minus 1 ist gleich 0. Also das, was ganz rechts steht, das kann ich immer alles auf die andere Seite hinüberschaufeln. Und dann betrachte ich das einfach als eine Funktion von zwei Variablen, x und y. Eine Funktion kann ja nicht nur von einer Variable abhängen, sondern von mehreren. Schauen Sie sich diesen Druck hier an. Der Druck ist eine Funktion des Volumens, der Temperatur und auch der Anzahl der Teilchen im Gas. Wie viel Gas ist denn da? Also hier hatten wir schon eine Funktion von mehreren Variablen. Wir haben sie jetzt in unserer Diskussion als eine Funktion von nur einer Variable betrachtet, weil wir die anderen Variablen festgehalten haben. Aber im Prinzip ist das eine Funktion von mehreren Variablen und genauso kann ich hier die linke Seite der Gleichung betrachten als eine Funktion von zwei Variablen, x und y,
und ich setze diese Funktion, die ich groß F nenne, einfach gleich 0. Und das stellt mir diesen impliziten Zusammenhang her zwischen der Variablen y und der Variablen x. Ja, wenn ich das so hinschreibe, f von xy ist gleich 0, dann habe ich natürlich noch gar nicht entschieden, was ist jetzt die unabhängige Variable und was ist die abhängige Variable. Das entscheide ich dann, wenn ich versuche, die Variablen zu trennen und das y auf eine Seite schreibe und dann einen komplizierten Ausdruck mit der x enthält auf der einen anderen Seite habe. Das ist die implizite Darstellung. Sie werden sich mit Übungen beschäftigen, in denen Sie die implizite Darstellung, also diese, in eine explizite Darstellung, also in diese, verwandeln sollen. In der Physik gibt es eine weitere Darstellung, die sehr wichtig ist, und das ist die Darstellung eines funktionalen Zusammenhanges, also eines Zusammenhanges zwischen zwei Variablen in Parameterform. Wenn ich eine Funktion in Parameterform darstelle, dann stelle ich mir vor, dass ich eine zusätzliche Hilfsvariable habe. Eine Hilfsvariable, nennen wir sie t, eine Hilfsvariable klein t, zum Beispiel die Zeit, und ich betrachte jetzt sowohl x als auch y als eine Funktion dieser Hilfsvariablen t. Das stellt mir jetzt natürlich auch einen Zusammenhang her zwischen x und y. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Ein einfaches physikalisches Beispiel. Stellen Sie sich Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, ich habe hier ein Objekt, das befindet sich im Nullpunkt. Das befindet sich im Nullpunkt und dieses Objekt schieße ich jetzt in x-Richtung los. Mit einer gewissen Geschwindigkeit v0. Unter dem Einfluss der Schwerkraft. Hier gibt es eine Schwerkraft. Hier gibt es eine gewisse Schwerkraft mit der Erdbeschleunigung g. Und unter dem Einfluss dieser Erdbeschleunigung wird dieses Objekt, das ich hier horizontal loswerfe, nach unten fallen. Und zwar eine solche Bahn beschreiben. Zum Zeitpunkt t gleich 1, sagen wir eine Sekunde, wenn Sie die Zeit in Sekunden messen wollen, bin ich hier, zum Zeitpunkt 2 hier, zum Zeitpunkt 3 vielleicht schon hier unten und so weiter. Also Sie sehen, wenn ich die Zeit loslaufen lasse von 0 weg, bei 0 bin ich hier, bei 1 hier, bei 2 hier, dann erzeugt mir das auch einen Zusammenhang zwischen x und y. Sie sehen also, dass dieser Darstellung in Parameterform auch einen Zusammenhang erzeugt, eine Funktion erzeugt, die x auf y abbildet. Wir können das auch einfach hinschreiben. Es ist in der Physik oft einfacher, in der Mechanik die Parameterform zu wählen, weil da können wir die Bewegung in x und in y-Richtung zunächst als unabhängig voneinander betrachten. Das folgt jetzt eigentlich aus den Newtonschen Bewegungsgleichungen für dieses Objekt. Damit will ich Sie jetzt nicht behelligen. Glauben Sie mir einfach, dass die Bewegung in x-Richtung die verläuft unabhängig von der Bewegung in y-Richtung. Und das ist eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, wenn ich jetzt den Luftwiderstand vernachlässige. Die Bewegung in x-Richtung verläuft mit einer gewissen konstanten Geschwindigkeit. Die Bewegung in y-Richtung ist aber eine beschleunigte Bewegung.
Und wenn Sie die Newtonschen Bewegungsgleichungen unter diesen Umständen integrieren, dann finden Sie heraus, dass die y-Koordinate proportional ist zum Quadrat der Zeit, proportional zur Erdbeschleunigung, und da gibt es noch einen Faktor 1,5. Und zwar brauche ich da auch ein Minus, weil die Bewegung ja nach unten geht. Sie werden das im Laufe der, Sie werden sehen, warum das so ist, im Laufe der Vorlesung Einführung in die Physik 1. Und Sie werden auch Experimente dazu machen. Das ist jetzt die Darstellung dieser Funktion in Parameterform. Sie sehen, ich habe hier die zusätzliche Variable t, in unserem Beispiel ist das die Zeit, aber wir können die einfach als eine Hilfsvariable betrachten und beide Variablen x und y hängen von dieser Hilfsvariable ab. Jetzt kann ich auch diese Darstellung in Parameterform ganz einfach in eine explizite Form verwandeln. Ich schreibe einfach das x. Ich nehme die erste Gleichung und forme sie um zu x durch v0 ist gleich t. Also ich isoliere die Hilfsvariable und dann setze ich die Hilfsvariable einfach hier ein und erhalte, das ist minus 1,5 g mal x durch v0 zum Quadrat. Lassen Sie mich das etwas umordnen, das ist g durch v0, damit ich die Konstanten alle zusammen habe, mal x Quadrat. Sie sehen, das entspricht einer invertierten Parabel. Ich habe hier das x Quadrat, das hier ist ja ist eine Konstante. Also was wir hier getan haben, ist die Parameterform in eine explizite Form zu verwandeln, wo die abhängige Variable, also der Funktionswert, auf eine explizite Weise vom Argument abhängt. Wenn Sie experimentieren, und das werden Sie im Praktikum schon sehr bald tun, versuchen Sie auch funktionale Zusammenhänge zu beschreiben, aber sie in Form von Messwerten, die Sie messen, die Sie im Experiment bestimmen. Und da ist dann auch die Darstellung, das mag jetzt vielleicht trivial klingen, als eine Tabelle wichtig, wo Sie die x-Variable meinetwegen hier eintragen, die y-Variable, die Sie messen, meinetwegen Spannung, die Sie anlegen, Strom, der dann durch den Widerstand fließt, oder die Position des Teilchens in x-Richtung und y-Richtung, die messen Sie, 1, 2, 3, 4 und so weiter, und dann erhalten Sie halt eine Reihe von Messwerten. Das ist auch die Darstellung eines funktionalen Zusammenhanges, den Sie empirisch ermittelt haben im Experiment, für den Sie vielleicht eine analytische Darstellung gern haben möchten, aber die ist nicht immer so leicht zu kriegen. Eine weitere Darstellung, die wir eigentlich schon verwendet haben, ich möchte sie nur noch einmal wiederholen, um einige Begriffe zu klären, ist die grafische Darstellung. Diese grafische Darstellung, eine viel benutzte grafische Darstellung, ist in einem kartesischen Koordinatensystem, wo ich zwei Achsen habe, die senkrecht aufeinander stehen, die eine Achse, die nenne ich die x-Achse, die andere die y-Achse, die x-Achse heißt auch Abszisse und die y-Achse heißt auch Ordinate. Und wenn ich jetzt für jeden x-Wert den y-Wert ausrechne und als Punkt in diesem Koordinatensystem Eintrag, hier habe ich einen x-Wert, hier habe ich einen y-Wert, einen bestimmten, und das für verschiedene x-Werte mache, erhalte ich eine Linie und die nennt man den Graphen der Funktion. Das ist der Funktionsgraph. Hier können wir uns auch überlegen, was das bedeutet, dass eine Funktion eine eindeutige Zuordnung der unabhängigen zur abhängigen Variablen sein muss. Was bedeutet das grafisch dargestellt? Das bedeutet, dass sowas zum Beispiel nicht möglich ist.
Hier haben wir ein Problem. Hier haben wir ein Eindeutigkeitsproblem, weil wir nicht wissen, also für diesen bestimmten x-Wert hier, wo ist denn jetzt der y-Wert? Ist es der da oder ist es der da? Das ist keine Funktion, weil der x-Wert nicht eindeutig einem bestimmten y-Wert zugeordnet ist. Sowas ist nicht erlaubt, was Sie hier machen könnten, ja? Aber wenn Sie den Definitionsbereich einschränken, zum Beispiel von da bis da, hilft Ihnen das nichts. Sie können aber sagen, okay, ich betrachte jetzt nur, ich schränke den Wertebereich ein. Von hier nach oben und von hier nach unten. Ich sage, das ist der eine Teil der Funktion. Nennen wir das f1 von x oder y1 von x. Und das Stück hier unten, machen Sie es rot, das ist jetzt y2 von x. Sie teilen das in zwei unterschiedliche Funktionen und dann ist alles okay. Ja. Ja, aber das ist eine andere Funktion, das ist die Umkehrfunktion. Sie können natürlich sagen, ich betrachte jetzt nicht x als die unabhängige Variable, sondern y. Wie Sie es nennen, ist ja wurscht. Aber dann haben Sie eine Funktion, die vielleicht so ausschaut. Und das ist schon erlaubt, nicht? Hier haben Sie zwar für unterschiedliche x-Werte, für einen bestimmten y-Wert, zwei verschiedene x-Werte, nennen wir sie x1 und x2. Aber das ist kein Problem, weil Sie die Eindeutigkeit haben. Sie ordnen jeden x-Wert einem bestimmten y-Wert zu. Dass es hier dazu kommen kann, dass für einen bestimmten y-Wert, für den aber genauso für alle anderen bis hier, zwei verschiedene x-Werte gibt, die dazu führen, das ist für eine Funktion okay. Ja, das ist so üblich, aber das ist eine Konvention, nicht? Wir könnten uns darauf einigen, das auch anders zu machen, aber es ist so üblich, die unabhängige Variable auf der horizontalen Achse aufzutragen und die abhängige Variable auf der vertikalen Achse. So, jetzt müssen wir uns mit einigen wichtigen Eigenschaften von Funktionen beschäftigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Aufzählung, aber so ist es halt, da müssen wir durch. Ich hoffe, es wird dann auch noch interessanter. Den Definitionsbereich, den haben wir schon besprochen. Der Definitionsbereich ist der Bereich, für den wir die Funktion definieren, für den die Funktion definiert ist. Als Definitionsbereich benutzen wir oft gewisse Intervalle der reellen Zahlen. Sie wissen, was die reellen Zahlen sind. Das sind die Zahlen 1, 2, 3, die gehören da dazu, aber auch alle rationalen Zahlen und auch alle irrationalen Zahlen. Die reellen Zahlen können wir darstellen auf einer Zahlengeraden. Und wir benutzen als Definitionsbereiche oft gewisse Intervalle auf der reellen Zahlen oder wie man auch sagt, auf der reellen Achse. Zum Beispiel das offene Intervall, das schreiben wir so, das entspricht einem gewissen Abschnitt auf der reellen Achse, der so gewählt ist, dass alle Werte, die größer sind als die untere Grenze und kleiner sind als die obere Grenze, da dazugehören, wenn wir das grafisch auftragen wollen. Stellen Sie sich vor, da ist einfach eine Linie, da ist 0 und dann habe ich hier A und B und alle Werte, die da dazwischen sind, die gehören zu diesem Intervall, den ich als Definitionsbereich benutzen könnte für eine bestimmte Funktion. Alle, die außerhalb sind, nicht, und zwar auf eine solche Weise, dass die Endpunkte nicht zum Intervall gehören, das nennt man ein offenes Intervall. Im Gegensatz dazu gibt es auch das abgeschlossene Intervall.
und beim abgeschlossenen Intervall, das sind alle Werte x aus den reellen Zahlen, also alle Punkte auf der reellen Achse der Zahlengeraden. Und dann nehme ich die Endpunkte dazu. Sehen Sie, hier ist x darf auch gleich a sein und gleich b. Hier war das nicht so. Hier durften die nicht gleich sein, die mussten strikt größer sein. Für manche Funktionen muss ich auf den Definitionen, darf ich nicht die ganzen reellen Zahlen nehmen. Wenn ich zum Beispiel die Funktion mir anschaue, 1 minus x Quadrat und die Wurzel aus. Für welche Werte x macht das Sinn? Was ist mit 0? Wurzel, wenn x gleich 0 ist, dann habe ich hier die Wurzel aus 1. Okay, das passt. Für 1,5 geht es auch. Alle Werte Betrag kleiner gleich 1, da passt es. Aber wenn x zum Beispiel 2 ist, also einen Betrag hat, der größer ist als 1, dann habe ich hier minus 4. 1 minus 4 ist minus 3 und die Wurzel aus minus 3, die kann ich nicht ziehen, weil jede Zahl, die quadriert wird, eine positive Zahl ergibt. Also die Wurzel aus minus 3, da müsste ich dann in die imaginären, in die komplexen Zahlen ausweichen. Damit wollen wir uns später beschäftigen, aber in den reellen Zahlen ist das nicht erlaubt. Um hier keine Probleme zu kriegen, sage ich dann, okay, der Definitionsbereich für diese Funktion, den schränke ich ein auf minus 1 bis plus 1. Oder wie der Kollege gesagt hat, das sind alle x aus den reellen Zahlen. Für die gilt, dass der Betrag von x kleiner gleich ist 1. So hätten wir das auch hinschreiben können. Aber Sie sehen, wir müssen einfach bei bestimmten Funktionen den Definitionsbereich passend einschränken, damit hier alles in Ordnung ist. Jetzt ist es aber so, dass in der Physik sehr oft der Definitionsbereich nicht einmal erwähnt wird. Dann muss er aus dem Zusammenhang erkannt werden. Das ist überhaupt ein Problem in der Physik. In der Mathematikliteratur wird immer alles ganz genau definiert und Definitionsbereich, Wertebereich, in der Physik ist das nicht so. Da werden Sie oft auch auf sehr schlampige, mathematisch sehr schlampige Notation oder Terminologie treffen. Wir schreiben die Funktion hin und kümmern uns nicht weiter um den Definitionsbereich. Und auch da kümmern wir uns oft nicht, ob die Funktion überhaupt überall definiert ist. Das muss dann irgendwie aus dem Zusammenhang erkannt werden, aber daran müssen Sie sich leider gewöhnen, dass vielleicht wurde Ihnen in der Schule eingebläut, ohne Definitionsbereich ist es keine Funktion und das stimmt auch streng genommen, müssen wir, wenn wir von einer Funktion sprechen, auch den Definitionsbereich genau definieren, aber das wird halt nicht immer gemacht. So, was steht als nächstes im Skriptum? Nämlich Nullstellen. Ja, Nullstellen ist sehr einfach. Der Ort auf der x-Achse, wo die Funktion gleich 0 ist, wo die abhängige Variable gleich 0 ist, die Stellen, die nennen wir Nullstellen. Wenn das jetzt 0 wäre, ich habe das Koordinatensystem jetzt so gezeichnet, dass im Ursprung sowohl x als auch y 0 ist, dann wären die Nullstellen wo? Das sind einfach diese beiden Stellen hier, wo die Funktion die x-Achse schneidet, wo die Funktion den Wert 0 hat, dort die Punkte, nennen wir sie x, die diese Bedingung erfüllen. Und hier in diesem Beispiel ist das x1 und x2, das sind die Nullstellen der Funktion. Da gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der geraden und der ungeraden Funktion. Es gibt
gerade Funktionen, es gibt ungerade Funktionen, es gibt aber auch Funktionen, die sind weder noch. Die geraden Funktionen haben die Eigenschaft, dass, wenn ich das Vorzeichen des Arguments ändere, dann passiert mit der Funktion selber nichts. F von x ist gleich f von minus x. Ein Beispiel wäre die Funktion, was nehmen wir denn? Wir nehmen y ist gleich x² plus 1. Wie schaut die aus? Das ist eine Parabel, die hier durch 1 geht. Und wenn Sie sich das anschauen, die ist spiegelsymmetrisch bezüglich der y-Achse und der Funktionswert an der Stelle x und der Funktionswert an der Stelle minus x an der entsprechenden Stelle, die sind immer gleich. So etwas nennt man eine gerade Funktion. Im Gegensatz dazu gibt es auch die ungeraden Funktionen. Und die haben die Eigenschaft, dass der Vorzeichenwechsel im Argument auch zu einem Vorzeichenwechsel des Funktionswerts führt und sonst nichts. Das ist also minus f von minus x. Zum Beispiel die Funktion y ist gleich x hoch 3. Wenn x gleich 1 ist zum Beispiel, dann ist der Funktionswert 1. Wenn x gleich minus 1 ist, dann ist der Funktionswert minus 1. Wenn x gleich 2 ist, dann ist der Funktionswert 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8. Wenn x gleich minus 2 ist, dann ist minus 2 mal minus 2 ist plus 4 mal minus 2 ist minus 8. Also dann habe ich denselben Betrag, aber das umgekehrte Vorzeichen. Grafisch schaut das so aus. Vielleicht so ähnlich. Die Funktion ist symmetrisch bezüglich des Ursprungs. Also für jeden x-Wert, wenn ich den x-Wert im Vorzeichen umkehre, dann kehrt sich auch das Vorzeichen der Funktion um. Das ist die Definition einer ungeraden und einer geraden Funktion. So. Machen wir jetzt. Monotonie. Also eine monotone Funktion ist nicht eine fade Funktion, sondern eine Funktion, die immer wächst oder immer fällt. Einmal hat ein Kollege über den Vortrag eines anderen, über den Vortrag eines anderen Kollegen gelästert und er hat gesagt, also der Vortrag war konvergent, nämlich beschränkt und monoton. Sie werden, was das bedeutet, noch in der Mathematik-Vorlesung genauer lernen und dann werden Sie das vielleicht zu schätzen wissen. Also was ist eine monotone Funktion? Monotonie. Stellen Sie sich vor, Sie betrachten zwei Werte x1 und x2. Und diese beiden Werte, ich gebe das ein bisschen weiter rauf, sonst wird es hier finster. Und diese beiden Werte, x1 und x2, die haben die Eigenschaft, dass x1 kleiner ist als x2. Wenn jetzt aus dieser Bedingung, dass x1 kleiner ist als x2, immer folgt, dass f von x1 kleiner ist als f von x2, wenn das immer folgt, wenn für x1 kleiner x2 immer folgt, dass f von x1 kleiner ist als f von x2, dann nennt man diese Funktion streng monoton. Steigend. Das heißt, es geht immer aufwärts. Ja? Wenn ich die beiden Punkte auf der x-Achse beliebig wählen kann und immer ist der rechts größer als der links, der Funktionswert, dann ist die Funktion monoton, streng monoton steigend.
Es kann ja auch sein, dass die Funktion irgendwann einmal eine horizontale Stelle hat. Dann hätte ich den Fall, dass die Funktionswert, dass der Funktionswert hier zum Beispiel und hier gleich sind. In dem Fall, wenn daraus nur folgt, dass die Funktion kleiner gleich der Funktion an der Stelle x2 ist, dann nennt man diese Funktion nicht streng monoton steigend, sondern einfach nur monoton steigend. Dasselbe gibt es natürlich auch für fallende Funktionen. Wenn ich eine Funktion habe, die so ausschaut, also anschaulich ist es ja ganz einfach, eine Funktion, bei der es ständig nur bergab geht, die ist streng monoton fallend. Wenn die Funktion auch teilweise horizontal verlaufen kann, dann ist sie eben nur monoton fallend, nicht streng monoton fallend. Also da gibt es genau das Analoge auch für die fallenden Funktionen. Ja, das nächste, was ich Ihnen erzählen will, ist der Grenzwert. Und dazu will ich wirklich nicht viel sagen. Sie werden sich mit dem Grenzwert in der Analysisvorlesung ausführlich beschäftigen. Und Sie werden sich da auch mit dieser ganzen Epsilontik beschäftigen, wo Sie Epsilon-Umgebungen betrachten und Delta-Umgebungen betrachten und Folgen und so weiter und so fort. Und diese Begriffe werden Sie dann benutzen, um Grenzwerte zu definieren und mit Hilfe der Grenzwerte auch die Stetigkeit einer Funktion zu definieren. Für uns hier wollen wir uns damit begnügen, dass der Grenzwert einer Funktion, wir schreiben das als Limes von x gegen x0, der Grenzwert einer Funktion, ich behandle den Grenzwert hier nur, damit Sie sich an die Notation, damit Sie die Notation kennenlernen und ich möchte gerne, dass Sie anschaulich verstehen, was man darunter versteht, aber streng mathematisch muss ich Sie da an die Mathematikvorlesung verweisen, weil diese Zeit haben wir nicht. Also was ist der Grenzwert einer Funktion? Der Grenzwert einer Funktion an der Stelle x0 ist der Funktionswert, dem wir uns immer mehr nähern, ist der Wert, sollte ich sagen, dem wir uns immer mehr nähern, wenn sich x0 nähert. Also grafisch kann man sich das so vorstellen. Ich habe hier einen Wert x0 und jetzt näher ich mich dem Wert x0 irgendwie auf der y-Achse, auf der x-Achse. Ja. Hier habe ich eine Funktion und der Grenzwert der Funktion an dieser Stelle ist jener Wert, dem sich der Funktionswert immer mehr nähert, wenn ich mit x nach x0 gehe. Hier wäre es halt dieser Punkt da. Also das ist jetzt trivial, nicht, weil hier ist auch der Funktionswert der Funktion gleich dem Grenzwert, wenn wir den Grenzwert g, das ist einfach dieser Wert hier. Aber ich könnte auch ganz willkürlich eine Funktion definieren, die hier nur an dieser Stelle den Funktionswert hier oben hätte. Ja, trotzdem wäre das der Grenzwert, weil das der Wert ist, dem sich der Funktionswert immer mehr nähert, vielleicht nie ganz erreicht, aber immer mehr nähert, wenn ich mit x nach x 0 gehe. Ja, das ist einfach der Grenzwert. Wir betrachten auch Grenzwerte für x gegen unendlich. Ich lasse x immer größer werden. Was passiert dann mit der Funktion f von x? Zum Beispiel, was ist der Grenzwert? So ein ähnliches Beispiel ist im Skriptum drin. X² plus x plus 1. Irgendwie so 2x² plus 5. Was ist der Grenzwert von diesem Bruch? Wenn ich x gegen unendlich gehen lasse, ist ein bisschen, ich meine, das da oben wird immer größer, weil das x² immer größer wird, unten im Nenner wird es auch immer größer, also was ist der Grenzwert? Diese Funktion nähert sich aber, wenn ich x gegen unendlich, wenn x immer größer werden lasse, dann nähert sich das einem bestimmten Wert und der ist 1,5. Genau, wie sieht man das? Ich kann ja oben und unten also im Zähler und im Nenner, durch x² dividieren, dann habe ich hier 1 plus 1 durch x plus 1 durch x². Und hier habe ich 2
plus 5 durch x². Und wenn ich jetzt x sehr groß werden lasse, dann wird dieser Term hier sehr klein, auch dieser Term wird sehr klein und der auch, und übrig bleibt nur ein halb. Also solche Überlegungen machen wir in der Physik sehr oft, weil da gewisse sehr komplizierte Ausdrücke dann unter bestimmten Bedingungen für x gegen unendlich oder für x gegen 0 oder für x gegen einen bestimmten Wert einfache Formen annehmen. Und hier wird dieser ganze Bruch, der nähert sich immer mehr dem Wert 1/2. Er wird nie wirklich 1/2, weil bis nach unendlich kann ich nicht gehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich immer weitergehe und die Variable x gegen unendlich schicke, dann nähert sich dieser Bruch, also der Funktionswert, in diesem Fall ist das dieser Bruch, immer mehr der Zahl 1/2. Und das ist der Grenzwert. Mehr wollen wir hier nicht, auf Englisch sagt man, das ist etwas Handwaving, diese Definition, aber für uns hier sollte das reichen. Das ist der Wert, den die Funktion, dem sich die Funktion nähert, wenn ich mich mit der unabhängigen Variable, dem Wert x0 oder aber auch dem Wert unendlich immer mehr näher. Es muss natürlich auch der Fall sein, dass es keine Rolle spielt, wie ich mich dem Punkt näher. Ich muss mich dem Punkt beliebig nähern können, ja? Aber der Grenzwert kann ja unterschiedlich sein, von welcher Seite Sie sich nähern. Ja, dann muss ich das spezifizieren. Sie haben ganz recht, ich könnte ja eine Funktion haben, die meinetwegen so ausschaut und hier an dieser Stelle ganz gar nicht definiert ist. Dann wäre der Grenzwert, wenn ich mich von hier näher, natürlich ein anderer, wie der Grenzwert, wenn ich mich von der anderen Seite von positiven x-Werten näher. Da müsste ich das dann entsprechend spezifizieren. Das ist ein Grenzwert, den ich von links erreiche oder von rechts erreiche. Das kann man natürlich auch tun. Aber auch da muss es unabhängig sein, in welcher Form man macht das eigentlich dann mit einer Folge. Aber da möchte ich jetzt, das möchte ich hier nicht behandeln. Ja, wir können ja sicher auch überlegen, was passiert denn mit dem, was passiert denn zum Beispiel mit dem Bruch, mit demselben Ausdruck, wenn ich x nach minus unendlich schicke, können Sie auch machen, passiert genau dasselbe. Weil auch wenn ich x gegen minus unendlich schicke, dann wird dieser Term hier sehr klein, dieser Term auch und dieser Term auch. Und auch für, das ist der gleiche Ausdruck, auch das ist dann 1/2. Aber es kann natürlich Funktionen geben, wo der Grenzwert bei minus unendlich ein anderer ist. Zum Beispiel eine Funktion, die sich so verhält, ja, wie der Tangens Hyperbolicus zum Beispiel, den wir noch behandeln werden, da wäre das irgendwie der Grenzwert für x gegen minus unendlich und das hier wäre der Grenzwert für x gegen plus unendlich. Muss nicht dasselbe sein. Der nächste Begriff, den ich noch kurz behandeln möchte oder mehr als erwähnen kann ich nicht, das ist der Begriff der Stetigkeit. Da haben wir da noch Platz vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Also mit stetigen und unstetigen Funktionen werden Sie sich in der Analysisvorlesung noch sehr ausgiebig beschäftigen. Was ich hier, ja? Ja, zum Beispiel eine Funktion, die das macht, die ist monoton, ja, weil immer aus x1 kleiner als x2 folgt, dass der Funktionswert auch dieselbe Ordnung hat sozusagen, dann ist die natürlich, aber wir haben auch nicht gesagt, was Stetigkeit ist, aber die Funktion, die hat hier einen Sprung und ist hier nicht stetig, ist aber trotzdem monoton. Die fällt nicht immer. Fällt immer, hat er vorgestellt.
Ja, die fällt immer, ja. Die Funktion 1 durch x, die schaut so aus. Also sie, die ist hier, die fällt fast immer. Die fällt nämlich überall hier und überall hier, aber hier nicht. Also hier geht es auf einmal von minus unendlich nach plus unendlich. Hier habe ich eine Funktion, die ist fast, ich meine, die hat fast überall eine negative Ableitung. Hier bei 0 ist die Ableitung nicht definiert, aber da springt die Funktion sozusagen von minus unendlich auf plus unendlich. Aber die Frage war, ob es eine Funktion gibt, die unstetig ist, aber trotzdem monoton. Stetig bedeutet eigentlich, dass der Grenzwert der Funktion, also eine Funktion nennt man an einer Stelle x0 stetig, wenn der Grenzwert der Funktion an der Stelle existiert und gleich dem Funktionswert ist. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass die Funktion, wenn Sie so wollen, keine Lücken und keine Singularitäten hat. Eine Singularität ist eine Stelle, wo eine Funktion über alle Grenzen wächst, entweder nach plus unendlich oder nach minus unendlich. Und wenn das nicht der Fall ist und sie auch keine Sprünge hat, dann nennt man eine Funktion stetig. Wenn Sie wollen, ist eine stetige Funktion eine Funktion, die, wenn Sie den Graphen zeichnen, den Graphen zeichnen können, ohne den Bleistift abzusetzen. Ich mache Ihnen Beispiele von unstetigen Funktionen, die auch eine gewisse Rolle spielen in der Physik. Ein Beispiel ist die Signumsfunktion. Die Signumsfunktion ist minus 1 für alle x-Werte, die kleiner sind als 0, 0, wenn x gleich 0 ist und plus 1, wenn x größer ist als 0. Wie schaut das grafisch aus? Mal x und y, haben wir das in rot. Die Signumsfunktion, also Signum, das heißt das Vorzeichen, nicht? Das ist eine Funktion, die gibt mir das Vorzeichen zurück. Die gibt mir das Vorzeichen des Arguments zurück. Wenn das eine Zahl ist, die kleiner ist als 0, dann kriege ich minus 1. So, wenn das minus 10 ist, dann gibt mir die Funktion, wenn x minus 10 ist, x minus 10 ist kleiner als 0, also kriege ich minus 1 zurück. Schaut so aus. Wenn für positive Zahlen ist sie, ist sie 1, aber für 0, genau für 0, ist sie 0. Also ich male das jetzt so, male da einen Punkt hin und hier male ich so offene Kegel hin. Einfach um deutlich zu machen, dass die Funktion, dass das der Funktionswert ist an der Stelle 0. Für alle Argumente größer als 0 hat die Funktion den Wert 1. Für alle Funktionswerte größer als kleiner als 0 hat sie den Wert minus 1. Und diese Funktion hat eine Unstetigkeitsstelle an der Stelle 0. Hier macht die Funktion einen Sprung. Genauso wie diese Funktion hier einen Sprung macht, zwischen hier und hier, das ist auch ein Beispiel einer unstetigen Funktion. Diese Funktion, man sagt, man hat eine Unstetigkeitsstelle hier an der Stelle x1. Diese Signumsfunktion, die hat eine Unstetigkeitsstelle an der Stelle 0. Weil bei 0 springt die Funktion zuerst von minus 1 auf 0 und dann von 0 auf 1. Genau an der Stelle 0 hat die Funktion den Funktionswert 0. Weil bei 0 können wir nicht entscheiden, ob jetzt das Vorzeichen positiv oder negativ ist, würde auch keine Rolle spielen, aber die Konvention ist, dass an dieser Stelle die Signumsfunktion den Funktionswert 0 besitzt. Und das ist ein Beispiel dafür, für eine Funktion, bei der der Funktionswert nicht gleich dem Grenzwert ist, egal ob er jetzt von links oder von rechts kommt. Weil der Grenzwert der Funktion, wenn ich von hier runtergehe, dann ist das der Grenzwert. Weil der Funktionswert, solange ich positiv bin, immer 1 ist. Also ist der Grenzwert der Funktion, wenn ich mich auf der x-Achse dem Wert 0 von rechts näher, 1. Wenn ich von links komme, ist er minus 1. Aber an der Stelle 0 ist der Funktionswert 0. Also der Funktionswert unterscheidet sich sowohl vom linksseitigen als auch vom rechtsseitigen als auch vom linksseitigen Grenzwert. Anschaulich bedeutet das einfach, dass die Funktion einen Sprung macht. Genauso wie die Heaviside-Stufenfunktion.
benannt nach dem Herrn Heaviside. Wie der Name schon sagt, ist es eine Funktion, die eine Stufe hat und die Stufe, die ist an der Stelle 0. Jetzt in Gelb. Die Funktion ist für negative x-Werte gleich 0. Für positive x-Werte gleich 1. Und an der Stelle 0 hat sie den Wert 1, glaube ich. Aber das ist eine Frage der Definition. Das zeichne ich jetzt so. Also mathematisch hingeschrieben. Man schreibt es oft mit einem Theta, also der griechische Buchstabe Theta. Für x kleiner als 0 ist sie 0 und für x größer gleich 0 ist sie 1. Ich schreibe auf den Nuller mit einem Strich. Also diese Funktion hat klarerweise hier eine Sprungstelle an der Stelle 0 und hier ist die Funktion nicht stetig, überall sonst ist sie stetig. Was ist mit der Funktion? Ist die stetig? Was ich hier gezeichnet habe, ist y Betrag von x. Ist die Funktion stetig oder nicht? Bitte? Hat keine Sprungstelle, infolgedessen ist sie stetig. Ja. Diese Funktion hat hier diesen Knick. Hier ist sie nicht differenzierbar, wir werden noch sehen, was das bedeutet, aber stetig ist sie schon. Ich kann die Funktion zeichnen, ohne abzusetzen. Eine weitere Stelle, die man auch als Unstetigkeitsstelle bezeichnet, ist eine Stelle, wo eine Singularität passiert. Wir hatten schon die Funktion eins durch x betrachtet. Und was passiert mit der Funktion, wenn ich mich x näher, dann gibt es hier eine Singularität. Eine Singularität findet an jener Stelle statt, wo die Funktion über alle Grenzen wächst. Entweder nach plus unendlich oder nach minus unendlich. Wenn ich x von positiven Zahlen kommend immer kleiner werden lasse, dann wird 1 durch x immer größer. Oder wenn Sie wollen, wenn ich von links komme, für negative Zahlen, immer stärker negativ. Diese Funktion hat an der Stelle 0 eine Singularität. Diese Funktion auch. Ja. Diese Funktion ist aber links und rechts sozusagen gleich. Auch diese Funktion 1 zu x² hat an der Stelle 0 eine Singularität, weil an dieser Stelle die Funktion über alle Grenzen wächst. Auch bei einer Singularität sagt man, dass die Funktion eine Unstetigkeitsstelle hat. Wenn Sie so wollen, dann können Sie sagen, ja, das kann ich ja nicht zeichnen, ohne abzusetzen. So, das waren jetzt ein paar wichtige Eigenschaften von Funktionen, die ich erwähnen wollte, damit wir uns über Funktionen gut und, ja. Sinus 1 durch x hat eigentlich, Sinus 1 durch x hat ein Problem, aber keine Singularität. Weil was passiert mit dem Sinus 1 durch x? Also wenn Sie mich schon fragen, was passiert denn mit dem Sinus 1 von x? Sinus 1 durch x. Ja, Sie wissen, wie der Sinus von x ausschaut und wenn Sie es nicht wissen, dann werden wir das lernen, morgen oder übermorgen. Sinus von x ist eine Funktion, die so ausschaut. Das ist eine periodische Funktion. Und diese Funktion, die oszilliert zwischen minus 1 und plus 1 und hat die Periode 2π. Nullstellen bei 0 und Pi und 2π und allen ganzzahligen Vielfachen von 2π. So, was passiert jetzt mit dieser Funktion? Zeichnen wir diese Funktion.
Was passiert jetzt mit dieser Funktion Sinus 1 durch x, wenn x gegen 0 geht? Wenn x gegen 0 geht, dann wird das Argument hier immer größer. Und zwar sehr schnell größer. Das heißt, wenn ich mit x gegen 0 gehe hier, dann passiert dasselbe wie mit dem Sinus x, wenn ich gegen unendlich gehe. Aber wenn ich hier gegen unendlich gehe, dann passiert mit dem Sinus eigentlich nichts, außer dass er immer auf und ab geht. Es geht immer so weiter. Es ist eine periodische Funktion, die immer so weitergeht, immer weiter oszilliert. Wenn ich mit x hier gegen 0 gehe, dann wird das auch immer weiter oszillieren, nur dass es immer schneller oszilliert. Also wie wird es ausschauen? Es wird so ausschauen und dann immer schneller oszillieren, bis es hier praktisch unendlich oft auf und ab geht. Und was bei 0 passiert, das kann man nicht sagen. Für alle Werte, die unterschiedlich sind von 0, hat die Funktion einen bestimmten Wert. Die Oszillationen werden aber immer schneller und genau bei 0 kann man nicht sagen, was der Funktionswert dieser Funktion ist. Aber Singularität ist es keine, weil die Funktion hier nicht über alle Grenzen wächst. So. Gilt das als Unstetigkeit? Ist kein Grenzwert definiert, also würde ich sagen, ist das auch eine Unstetigkeitsstelle. Wir wollen uns jetzt noch damit beschäftigen, wie wir aus alten Funktionen neue machen. Wie wir Funktionen miteinander kombinieren. Stellen Sie sich vor, wir machen jetzt aus alten Funktionen neue Funktionen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Funktionen gegeben. F von x und g von x. Beides Funktionen von x. Ich schreibe das wie üblich sehr schlampig hin, weil eigentlich wäre ja f von x der Funktionswert an der Stelle x. Aber wenn ich f von x hinschreibe, dann meine ich ja oft die ganze Funktion, die gesamte Abbildung. Also ich habe hier zwei Funktionen von x, f von x und g von x, zum Beispiel den Sinus von x und das x². Das wäre ein Beispiel. Schauen wir ein Beispiel hin. F von x ist gleich x² und g von x ist gleich der Sinus von x. Jetzt kann ich natürlich eine neue Funktion bilden aus diesen beiden, indem ich sie zusammenzähle. Ich kann eine Funktion h von x bilden, indem ich f von x und g von x zusammenzähle. Ich kann sie auch subtrahieren, ich kann sie auch multiplizieren, ich kann sie auch durcheinander dividieren, muss ich allerdings aufpassen mit den Nullstellen. Aber wenn man auf den Definitionsbereich aufpasst, dann kann man durch Kombination von Funktionen, Sie können ja auch noch Faktoren davor schreiben, neue Funktionen erzeugen. Aber zwei bis ganz besondere Arten von der Kombination von zwei Funktionen möchte ich jetzt, oder besondere Arten, neue Funktionen zu erzeugen als gegebene Funktionen, möchte ich jetzt mit Ihnen besprechen. Und das erste Beispiel, der erste Punkt, ist die Verkettung von Funktionen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Funktionen, f von x und g von x, zum Beispiel diese beiden Funktionen hier, und Sie führen davor eine Funktion aus, dadurch kriegen Sie einen Funktionswert, und den Funktionswert, den Sie durch die erste Ausführung der Funktion erhalten haben, den verwenden Sie jetzt als Argument für die zweite Funktion. Sie berechnen davor eine Variable z. Ich nenne jetzt die abhängige Variable hier z. Variablen Namen spielen keine Rolle. Kann ich so nennen, wie ich will. Obwohl es Sinn macht, wenn Sie die Temperatur t nennen und das Volumen v, weil dann verstehen Sie sich mit anderen Leuten. Aber wenn Sie wollten, könnten Sie es genau umgekehrt machen und das Volumen d nennen und die Temperatur v, aber das verursacht dann Missverständnis. Also ich nenne jetzt einfach die unabhängige Variable z und jetzt nehme ich das z, das ich hier erhalten habe und stecke das z in das Argument der Funktion g. Und das, was herauskommt, das nenne ich y.
Also ich gehe gewissermaßen von x nach z, das erledigt die Funktion f, und von z nach y, das erledigt die Funktion g. Jetzt kann ich hier das z auch ersetzen durch das f von x und das so schreiben als g von f von x. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich das Argument x nehme, den Funktionswert berechne mit Hilfe der Funktion f für x und dann das, was dabei herauskommt, als Argument für g verwende. Ich führe f und g nacheinander aus. Ich berechne davor das z aus dem x und danach das y aus dem z und das Ganze kann ich auffassen als eine hintereinander Ausführung der Funktionen f und g. Davor führe ich f aus und dann g. Und dafür gibt es auch eine andere Schreibweise, nämlich so g Ring f von x. Was man damit meint, ist genau das, nämlich dass ich davor f ausführe, dass das die Funktion, die näher am Argument steht, und danach g. Das nennt man auch die Verkettung von zwei Funktionen oder hintereinander Ausführung von zwei Funktionen. Schauen wir uns das an, wie das für das Beispiel da oben ausschaut. Was wollen wir berechnen? G Ring F von X. Oder anders hingeschrieben, G von F von X. Also das F von X ist das X Quadrat. Also das Erste, was ich tun muss, ist das Quadrat zu bilden. Ich ersetze also das F von X durch das Quadrat. Aber die Funktion g ist ja die Sinusfunktion. Also muss ich das jetzt nehmen und den Sinus daraus bilden. Ist der Sinus von x Quadrat. Ich mache eine Klammer drumherum, damit klar ist, was ich meine. Sie können aber das Ganze auch umgekehrt machen, nicht? Sie können betrachten f Ring g von x. Also f verkettet mit x und das bedeutet, dass Sie g zuerst ausführen. Schauen wir das halt so hin. F von g von x. Und das bedeutet, dass Sie zunächst einmal den Sinus von x berechnen müssen und das, was dabei herauskommt, dann noch quadrieren müssen. Das ist g vom Sinus von x. F vom Sinus von x. Und das ist gleich dem Sinus von x, und jetzt mache ich die Klammer so, Quadrat. Und Sie sehen, das ist nicht dasselbe. Sinus x zum Quadrat ist nicht dasselbe wie Sinus von x Quadrat. Das heißt, dass es bei der Hintereinanderausführung von Funktionen auf die Reihenfolge drauf ankommt. F Ring g ist nicht gleich g Ring f. Man sagt auch, die Operation der Verkettung ist nicht kommutativ. Wenn es kommutativ wäre, dann würde es kommutativ bedeuten, dass es keine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge ich die Operation ausführe. Nicht kommutativ bedeutet das Gegenteil, nämlich, dass es eine Rolle spielt. Noch ein kleines Beispiel ist auch im Skriptum drin. Rechnen wir das gemeinsam. F von x ist 1 durch x und f g von x ist gleich, ja, schreiben wir x Quadrat hin, damit es ein bisschen anders ist als im Skriptum. Also helfen Sie mir, was ist das g Ring f von x? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich davor f anwenden muss und f, die Funktion f,
schnappt sich das Argument und macht ein 1 durch x, 1 durch Argument daraus. Also ich berechne davor das 1 durch x und dann, oh, das ist dasselbe. Für das Beispiel spielt das keine Rolle. Schauen Sie sich das an. Das ist ein 1 durch x und dann quadriere ich das. Ja, sowas gibt es natürlich auch. Und wenn ich das f Ring g mache, dann tue ich es davor quadrieren und danach 1 durch die Zahl dividieren, aber das ist natürlich genau dasselbe. Das war jetzt ein Zufall, ja? Bitte? Das, wenn ich das hier, wenn ich das 1 durch x jetzt nehme, dann heißt das nicht, dass ich das mit x² multiplizieren muss, sondern dass ich das quadrieren muss, nicht? Und wenn ich das quadriere, dann kommt das heraus, aber 1 zum Quadrat ist natürlich 1 und dann habe ich hier 1 durch x². Und hier quadriere ich davor und bilde erst danach den Kehrwert. Und das ergibt mir das 1 durch x². Also es gibt Beispiele, wo es keine Rolle spielt, in welcher Reihenfolge ich die Operation ausführe, aber im Allgemeinen ist die Operation nicht kommutativ. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt geprasst mit dem Platz. Ich habe mir gedacht, ich komme mit einer. Ja? G von y, wo habe ich das geschrieben? Ah ja, das ist natürlich ein Blödsinn, weil da muss natürlich jetzt gleich stehen wie da. Ah, falsch. Falsch. Schwierig. Überhaupt am Anfang vom Semester. So, jetzt kommen wir zurück auf die Frage der Kollegin, die nämlich gemeint hat, naja, wir müssen ja nicht den Druck als Funktion des Volumens betrachten. Na, oder sie hat nicht das Volumen als Funktion des Drucks, sondern den Druck als Funktion des Volumens. Das können wir natürlich tun. Was bedeutet das eigentlich grafisch? Ich habe eine gewisse Funktion, y ist gleich f von x. Und was macht mir diese Funktion? Die Funktion y ist gleich f von x, die nimmt sich ein Argument x und sagt mir, was der zugehörige Wert y ist. Also die Funktion f von x, wenn Sie so wollen, die geht in diese Richtung. Nicht? Die nimmt den x-Wert hier und sagt mir, was der zugehörige y-Wert ist für beliebiges x im Definitionsbereich. Jetzt könnte ich mich aber die umgekehrte Frage fragen, nämlich, woher ist für einen bestimmten y-Wert die Funktion eigentlich gekommen? Was ist der x-Wert, für den die Funktion f mir diesen y-Wert erzeugt? Das ist auch eine berechtigte Frage und die Antwort entspricht der Umkehrung dieses Pfeils, nicht? Weil dann gehe ich hierher bis zur Kurve und dann runter und dann weiß ich, aha, dieser y-Wert wurde erzeugt durch diesen x-Wert. Kann ich nicht immer machen, weil es ja mehrere Möglichkeiten gibt, aber nehmen wir mal an, jetzt der Einfachheit halber, die Funktion schaut so aus. Die Funktion, die umgekehrte Abbildung macht, die nennt man die Umkehrfunktion. Machen wir ein Beispiel. Sie haben Skriptum so drinnen. Fläche eines Quadrats. Y, nennen wir die Fläche y, ist gleich x². X ist die Seite. Jetzt sage ich Ihnen aber die Fläche und Sie wollen die Seitenlänge berechnen. Dann drehen Sie das natürlich um. Dann sagen Sie x, das ist die Wurzel aus y. Das ist jetzt mein f von x.
Ja? Diese Wurzel, die ich hier bilde, das ist die Umkehrfunktion, weil ich da genau das umgekehrt mache. Ich habe nicht die Kantenlänge und berechne daraus die Fläche, sondern ich habe die Fläche und berechne daraus die Kantenlänge. Die Quadratwurzel ist die Umkehrfunktion des Quadrats. Und wenn f von x gleich x Quadrat ist, dann ist die Umkehrfunktion, und die bezeichne ich mit minus 1, f hoch minus 1 von y gleich die Wurzel aus y. Jetzt habe ich hier das y hingeschrieben, weil ich auch hier das y als Name für das Argument, für die unabhängige Variable verwendet habe. Aber ich kann natürlich die Namen so wählen, wie ich will. Und ich kann sagen, okay, diese Funktion Wurzel aus x ist die Umkehrfunktion von der Funktion f von x gleich x². Ich habe jetzt ein paar von Funktionen zu jeder Funktion f von x, das heißt nicht zu jeder, aber unter gewissen Bedingungen kann ich für eine Funktion die Umkehrfunktion bilden. Und wenn ich die hintereinander ausführe, was ergibt denn das? Eigentlich ganz leicht zu sehen, wenn Sie sich das grafisch überlegen, was die Umkehrfunktion, vergessen Sie nicht, was die Umkehrfunktion eigentlich tut. Die Umkehrfunktion findet für einen bestimmten y-Wert den zugehörigen x-Wert. Also wenn ich davor für einen bestimmten x-Wert den zugehörigen y-Wert finde und danach für diesen y-Wert den zugehörigen x-Wert, dann bringt mich das genau an den Anfangspunkt zurück. Das heißt, die hintereinander Ausführung von Funktion und Umkehrfunktion ergibt mir genau wieder das x, führt mich zum ursprünglichen Punkt zurück. Machen wir noch ein kleines Beispiel. Wir haben noch 30 Sekunden. Wir sagen y, das ist, glaube ich, auch im Skriptum so drinnen. So, jetzt möchte ich das sei jetzt meine Funktion, ich möchte jetzt die Umkehrfunktion bilden. Um das zu tun, muss ich die Funktion nach x auf, diese Gleichung nach x auflösen. Ich quadriere das zuvor und dann bringe ich das x auf die eine Seite und das y auf die andere Seite. Dann dividiere ich durch 4 und ziehe die Wurzel und finde, dass das x gleich 1/2 Wurzel aus 1 minus y ist, und weil ich gewohnt bin, die abhängige Variable immer als y, als x zu bezeichnen, die unabhängige Variable immer als x zu bezeichnen, sage ich, okay, jetzt nenne ich diese, nenne ich die Variablen um und die Umkehrfunktion der Funktion f von x 1 minus 4y x Quadrat ist 1/2 mal Wurzel aus 1 minus x. Sie sehen, Sie kriegen hier ein paar von Funktionen, die Funktion und die Umkehrfunktion, und die Zeit ist jetzt leider um. Morgen erzähle ich Ihnen noch kurz, was die Bedingungen dafür sind, dass ich eine Funktion auch umkehren kann. Dankeschön für heute.